Du musst ein Spiegelei machen, steht da. Mach mal Spiegelei, ja. Und aber damit hallo und herzlich willkommen zu Epi, der die Spiegeleier macht, beziehungsweise andere vorschickt, um Spiegeleier zu machen. Und zu Farm Together 2, wo wir gerade, oder wo ich gerade so ein bisschen Geld am Reinholen bin hier, damit die Farm hier nicht komplett untergeht, weil der Epi hier so viel immer ausgibt und wir uns die Ausgaben alle nicht mehr leisten können mittlerweile. Und alles ist ganz, ganz schlimm hier. Wir machen bald Konkurs. Ja, stimmt. Ach, und die lila Karotte ist auch da und... Hast du die jetzt komplett gesetzt? Nee, wo denn? Wo soll ich die setzen? Ja, weil du sagst, die lila Karotte ist auch da. Ja, könnte man jetzt. Wäre setzbar, aber wir haben ja keine... Ach so, wir haben jetzt die Jahreszeit nicht mehr, ne? Nee, was ich ja da setzen wollte... Ich meine, die Kyro, oder wie die heißt, Karotte da. Nee, die wollte ich da hinten hinsetzen. Ja, aber die können wir jetzt gerade nicht setzen, nee. Ich mache ja erstmal das Feld weg. Das ist immer so... Also das, da muss ich dir zustimmen. Ich glaube, du hast es in der letzten Folge gesagt. Du musst erst die Felder machen und dann kannst du das, was du rüberziehen willst, markieren und dann auf die leeren Felder wieder draufsetzen. Das ist total bescheuert. Weil streng genommen muss man ja dieses... Felder setzen, doppelt bezahlen, wenn du so willst. Also, ja, genau. Doppelt bezahlen nicht, aber du kriegst ja nichts zurück, wenn du die anderen dann wegmachst. Also, ne? Ja, kriegst du da nichts wieder, wenn du die machst? Recycelt? Weiß ich jetzt nicht genau. Also, hier sind jetzt die abgeernteten Felder. Mach mal eben nichts. Wir haben jetzt 6,24. Nö, habe ich nichts für zurückbekommen. Also, wenn die abgeerntet sind, zumindest nicht. Mhm. Da definitiv nicht. Oder sollen wir das in der Mitte machen? Und die hohen Bäume außen? Ich bin mir nicht sicher. Haben wir denn noch Bäume eventuell, die vielleicht nicht so viel kosten, die ich noch reinmachen könnte? Also die wir jetzt mit Vorliebe natürlich auch nicht haben. Von denen haben wir nur 18. Aber die kosten auch schon 1000. Ja, Bäume sollten wir wahrscheinlich lieber erstmal neue setzen, wenn wir dann tatsächlich wieder, ne? Ein paar Millionen haben. Ja, ein paar Millionen vielleicht nicht, aber ich sag mal, ich hatte es ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass ich hier hin und wieder mal zwischendurch was über die Farm fahre, damit man halt auch wirklich wieder was machen kann, ne? Weil sonst dauert es halt sehr lange, wenn man nur einmal in der Woche, vielleicht mal zweimal in der Woche dann zusammen die Zeit hat, das zu machen. Dauert es halt sehr, sehr lange, bis man hier zu irgendeinem Ergebnis kommt. Und das ist auch doof. Ich habe ein Spiegelei auf dem Ofen. Bitte nicht wegessen, das ist für die Quest. Ja, wollte ich noch gesagt haben, die hatte ich mich auch eben. Ich muss das aber doch mal anders setzen, weil links, das sind nämlich 3. Dann machen wir eine 1, 2, 3. Dann hätten wir jetzt hier eigentlich. Ja, das ist ja doof. Das gefällt mir jetzt alles gar nicht. Irgendwo hatten wir da auch Lila Mais, meine ich, weil Lila Mais ist auch gerade aktiv. Ja, wenn du auf der Karte ganz nach rechts fährst, den hatte ich vorhin abgeerntet, aber der braucht eigentlich nicht so lange, glaube ich. Der müsste auch schon wieder da sein. So. 1, 2, 3, ne? Ja. Die haben das nämlich mit 3. Ja, das ist ein bisschen... doof gemacht. Wir können ja in der Mitte eigentlich keine Zweierreihen machen. Wir müssen das anders machen. Ich muss das jetzt wieder alles korrigieren, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Weil sonst hätten wir hier nämlich Doppelreihen in der Mitte. Es war nicht der Epi und der ist auch überhaupt nicht müde nachts um 23:30. Eigentlich will der auf den Tischen tanzen, weil er das Spiel so toll findet. Komm, jetzt sag mal was zu deiner Verteidigung. Nein, ich bin zu müde, du. Wieso ist der Mais noch nicht fertig? Hatte ich hier nicht gerade... Ich einen Knick in der Optik? In 2 Minuten erst. Was hast du hier gemacht? Ja, dann kannst du vielleicht noch mal gießen. Dann hab ich schon. Ist er schneller fertig. Ja, hab ich ja schon gerade. Aber komischerweise waren 3 innen drin. Die waren fertig.
Also wie das funktioniert, muss ich nicht verstehen. Wie drei innen drin waren fertig. Ja, eine Reihe mit drei Stück, die war fertig. Und das kann er ja so, so setzte die ja nicht. Deshalb verstehe ich nicht, warum die, keine Ahnung, warum die fertig war. Kann ich mir höchstens erklären, dass da einer drüber gefahren ist oder so. Oder man mit der Hand gesetzt, also mit der Hand gegossen. Das, aber mit dem Traktor gießt ihr immer neun Stück halt normal. Ja, aber dass du dann ein bisschen zu weit gefahren bist und dementsprechend dann ein bisschen weniger gegossen hast, weißt du? Ja. Aber wie gesagt, die waren mittendrin. So, warte mal, das ist der Aprikosenbaum. Nehmen wir den erstmal als erstes mit. Haben wir die einen jetzt eigentlich schon, wo wir diese Bäume da... Ich weiß nicht mehr, wie diese Bäume hießen, die wir hier... Achso, Zitronenbäume waren das. Haben wir die schon? Schon erledigt, die Quest ist schon wieder Geschichte. Ja, weil das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, ob du die jetzt gemacht hattest oder nicht. So, 1, 2, 3. Achso, das habe ich sogar... Bin sogar quer durch die Farm gefahren, weil ich da noch keinen Weg hin hatte und habe einzelne Bäume noch gefarmt. Weil mir nur noch zwei oder drei fehlten und die standen kreuz und quer auf der Farm. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Jetzt muss ich die Möhren hier auch noch irgendwie wegkriegen. Naja, gut, 50 Sekunden kann ich noch eben warten. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz hier, weil da könnte man dann nämlich die Bäumchen schön hinstellen. Weil die, egal was alles andere ist, aber mit den Bäumchen, die möchte ich nicht alle, so wie du jetzt sagst, einzeln da abfarmen. Weißt du, die will ich einmal durchbrettern und dann... Weil, ich sag mal ganz ehrlich, Bäume sind ja normalerweise in der Natur auch zusammen. Klar, die wachsen auch einzeln, aber es gibt ja auch Wälder und so, weißt du? Deswegen, wir müssten übrigens den Untergrund mal irgendwann schöner machen. Das sieht so komisch aus. Dann ist hier zwischendurch, sieht das aus wie so ein Sandkasten oder so. Dass da mal so ein Viereck drin ist und dann der Rest drumherum, das ist dann wieder Rasen. Also das ist irgendwie ist das sehr seltsam gerade hier. Also die, die wir freigelegt haben, ne? Ja. Das mache ich mal ganz weg hier. So. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall einen noch hinstellen. Vorne ist alles das andere. Die wir dann auch ein bisschen, wo wir dann ein bisschen mehr von hinsetzen. 28 Minuten. Warte mal, das war einer der ersten hier, meine ich. Du hättest ja auch mal die ganzen Apfelbäume hier wegernten können. Hallo, ich bin doch hier am Ernten hinten. Ich kann mich nicht zerteilen. Ja, weil du jetzt sagst, so 28 Minuten noch. Das kam jetzt so rüber, so 28 Minuten muss ich noch warten. Nein, das war dieses Feld, was so durcheinander war, was mich irgendwie gestört hat. Warum das jetzt so... Oh, ich kann hier gleich ein paar Blümchen abernten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, warte, erstmal Bäumchen hin. So. Und dann die Blümchen abernten. Und da müssen wir gucken, dass wir noch schnell ein paar Apfelbäumchen abgeerntet kriegen. Bevor hier Dings rum ist. Bevor die Jahreszeit wieder rum ist. Oh, fahr doch mal weiter hier. Vorne sind auch noch alles Fische. Mann. So, ja. Ich hole uns hier die Millionen wieder rein durch Apfelbäume. War nicht irgendwo noch rote Kartoffeln noch im Feld, irgendwo anderes? Weil, rote, pinke, die roten sind bei mir, glaube ich, hier gerade. Ja, weil die nämlich gerade auch noch dran. Da hat irgendwie einer Roggen gepflanzt. Was? Ja, du. Das habe ich nicht gepflanzt. Nee. Also, das ist das Richtige, was hier drauf ist, aber das ist nicht abgeerntet anscheinend. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das als Einzige hier, ist das reif. Ja, aber Roggen ist ja auch nicht die Zeit gerade. Die Tomate haben wir gerade. Aha, ich
habe deinen Port entdeckt. Den hast du aber gut versteckt hier. Ja. Den habe ich zum Doktorfisch hingepottet. Hier ist die violette Kartoffel. Die mache ich mal eben. So. Die kriegen wir auch noch ein bisschen hin. So, dann haben wir auf jeden Fall alles, was wir jetzt gerade machen konnten, wenn ich das richtig sehe. Zumindest von dieser Ecke hier haben wir dann schon mal gemacht. Achso, die sind schon. Die sehen nur wieder so aus für nächstes Mal. So, ich würde aber sagen, dass wir irgendwo ein großes Feld machen, wo wir tatsächlich dann immer die aktuelle Quest mal hinmachen. Wie die aktuelle Quest? Ja, dass wir irgendein großes Feld machen, wo wir sonst nichts anderes pflanzen. So dass wir dann da immer die Sachen, die wir aktuell haben, Roggen, ja, dass wir die dann da draufsetzen können, dass wir da Platz für haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben alles gepflanzt, aber wir brauchen statt 45 von den Linsen, so wie jetzt, brauchen wir das Dreifache. Weißt du, dass wir dann einfach, wenn wir das Geld haben, die da draufsetzen können, dass wir die dann auch von dem Feld abernten können. Ja, das kann man machen. Hier ist auch wieder nur ein Teil. Hast du die nach unten verlängert? Nee, oder? Was denn? Oder hast du die nicht bewässert, dass die irgendwie nicht gleichzeitig... Nein, die habe ich verschoben. Nee, wo bist du denn da? Ja, den Roggen bin ich hier im Abernten. Nee, der Roggen war doch komisch. Der war irgendwie, als wenn er nur halb abgefarmt wurde oder was, keine Ahnung. Ja, das ist nämlich ganz seltsam hier irgendwie. Ich denke mal, der ist nicht komplett bewässert worden, dann war der unterschiedlich auch. Das war gerade meine Überlegung. Ja. Weil du das nicht richtig gemacht hast. Mhm. Wer war denn hier die ganze Zeit dran? Ich habe nur die Felder verlängert. Mhm. Aber wir sind auch doof. Wir hatten ja gesagt, achso, können wir den, ja, den Wirsing können wir jetzt reinmachen. Den irgend so ein komischer Herr abgeerntet hat und dann am Fluchen war, warum er ja, den abgeerntet hat. Jetzt, oh, jetzt habe ich keinen. Kannst du hier vorne auch nochmal eben setzen? Oder ich mache das gleich. Aber hinten erntest du gerade, ne? Ja, ist das richtig. Ja, zwei doofe, ein Gedanke, Crash in der Mitte. Das eine hättest du ja wohl noch machen können. So wie bei, nee, wie bei Susi und Strolch. Wir treffen uns in der Mitte. Achso, das ist Paprika, das ist gar nicht. Warte mal, Gurke ist das neben mir, ne? Aber das ist doch auch schon wieder unterschiedlich weit der Rocken hier. Was hast du da jetzt gemacht mit? Das habe ich doch gerade gefragt, warum das so unterschiedlich ist. Sehr schlimm mit dir. So, ich habe jetzt die Gurken hier mal verlängert. Paprika haben wir nicht. Nee. Ist gut, aber wir müssen da hinten mal die Ochsen, Tomaten abfarmen. Rote, hier, wieso ist hier rote Paprika? Wer hat hier, ach, jetzt sag nicht, du hast das falsch dahin gefarmt. Ich habe gar nichts mit rot gemacht. Ja, doch, du hast jetzt anstatt die Paprika da vorne, hast du hier die, oh. Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Ach, da hinten. Die macht alles kaputt. Da hinten war ich noch gar nicht. Also jetzt seit zwei Folgen oder so nicht mehr. Jetzt redst du dich ja noch aus. Nö. Ich zähle nur die Fakten auf. Also ich war da hinten bei den Hühnern war ich kurz, aber ich war nicht am Feld. Linsen brauchen wir, aber es ist keine Linsenzeit. Nee, die ist in 21 Minuten. Ich habe die gerade nochmal bewässert, damit das ein bisschen schneller geht. Deswegen sage ich ja, wir müssten eigentlich mal ein großes oder ein größeres Feld machen, wo wir dann zumindest ein bisschen was noch zusätzlich machen können. Ja, Land ist hier doch genug frei noch. Ja, da wo du die Hühner und so jetzt angefangen hast. Ja, da doch nicht. Da würde ich das nicht machen. Hier vorne. Wo bist du denn? Hier,
Hier, wo ich jetzt bin, ist doch das Weizenfeld. Daneben ist so viel Platz, da kannst du zwei Reihen Felder hin machen. Aber wie viel willst du denn machen? Das ist aber da, wo der Hubbel ist. Nee. Da, wo Weizen ist, ne? Wobei, Weizen oder Roggen oder was, den kannst du ja abernten, ne? Da kannst du theoretisch, also wenn der jetzt hier fertig ist. Ich meine daneben. Nee, wenn der hier fertig ist, den kannst du abernten. Den müssen wir ja nicht mehr haben dann. Warum? Weil ich gesagt habe, dass die Gerste dann durch ist beim nächsten Level. Ja, aber das ist doch scheiße. Warum? Das andere bringt mehr Geld. Aber das müssen wir dann halt umsetzen. Zum Beispiel könnte man auch diesen Weg hier mal irgendwie da gerade rüberlegen, an diesem Schrägen vorbei, so darüber. Man kann auch einfach das Schräge hier wegmachen, damit das dann gerade ist. Nein. Ja, aber wenn, dann würde ich hier den Weg machen. Was aber Blödsinn ist, weil er ja links schon geht. Ja, aber dann macht den links komplett weg da, oder? Nee, gerade höchstens. Also, dass der so ist. Oder was meinst du? Weil das ja oben mittendrin ist. Oder was willst du jetzt von mir? Ich weiß nicht, was der Epi von mir will. Ich wollte, dass dieses Feld einfach ein Stück weiter noch geht da, aber... Ach so, diesen Querweg das meinst du? Das Feld bis hier vorne hingehen kann noch. Also das, ja, oder mach unten den Salat weg. Den habe ich ja nur von hinten geholt. Dann kannst du hier... Guck mal, dann kannst du hier das Feld nämlich verlängern. So. Ja, aber das Feld ist doch schräg. Das passt doch nicht zu dem Weizenfeld, wenn du das... Oh mein Gott, jetzt muss das hier auch noch optisch passen. Du hast gesagt, du willst das nicht akkurat haben. Ach so, der Dings ist ja jetzt... Guck mal, hier kannst du alles jetzt hinstellen, was du möchtest. Wenn du genug Geld hast dafür. So. Den hatte ich nur rübergebracht, weil der war noch nicht erntebar hinten in dem Feld. Und hier können wir ja theoretisch auch was hinstellen. Hier hatte ich nur den Mais hingemacht, weil ich den gedacht hatte für die Hühner. Weißt du, dass wir was schnell haben, was wir da mal neu setzen können. Fürs Futter halt. Also entweder machen wir hier drauf einfach das frei und sagen, dass das unser Feld wird, wo wir immer die Sachen drauf machen, die ja, das in können der wir Quest auch. Sind. Und setze rechts vielleicht noch ein paar rein von dem Mais. Weißt du, auf diesen Streifen? Spielt einfach am Klavier rum. Spielt die Flöte, wolltest du sagen. Komm, gib's zu. Ich hab Spiegeleier gemacht. Weil du wieder hier einfach rumläufst. So, dann machen wir das jetzt so, wie wir gesagt haben. Der Epi, der hört ja sowieso nicht zu. Setzen wir die hier hin als Streifen. Wieso ist das hier eigentlich eins länger? So ist das Haus eigentlich ganz weiß. Wieso? Ach so, ja, das... Aber ich habe da mal ein schönes Bild gesehen, wo das Haus in Wald quasi drin war. So. Ja, der macht doch auch die Dinger hier neu, wenn du schon darüber fährst. Nein. Ehrlich. Klaue ich jetzt das Benzin, dann kann ich nicht wieder was machen. Davy, nicht. So, hier sind noch 42 Minuten jetzt. So, warum ist hier hinten nichts gemacht worden? Nein. Weil du wieder zu faul dazu warst wahrscheinlich. Ja, nicht, weil ich der Endlauf jetzt. Boah, ist das jetzt dein Ernst? Wieso hast du da jetzt noch eine Reihe gemacht? Und wieso hast du da jetzt Kichererbsen rein... Was hast du denn jetzt gemacht? Nein, ich habe keine Kichererbsen reingemacht. Ich habe den Videobeweis. Nee, wieso hast du die denn jetzt weggemacht? Du kriegst da kein Geld für. Weil das nicht dazu passt. So. Ja, aber da war doch ein Streifen zu viel. Deswegen habe ich den nicht gemacht, weil das so doof war. Nein, wieso ist das? Mit dem Abernten. Nein. So, hier kann ich jetzt abernten. Oder? Warum sind da denn noch welche? So, wo denn? Mhm. Was denn? Da bist du. Was meinst du? Ach so, ich kann ja nicht hupen. Scheiße. Ich will immer hupen, wenn ich vor dir stehe, aber das geht nicht. Das hier jetzt und hier meine Schweinchen. Da brauche ich viel Tafeltrauben. Die könnte man jetzt hier hinsetzen. Ja, wenn du die machen kannst, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt da gerade... Nee, können wir nicht. Und Linsen haben wir viel zu wenig, da müssten wir mehr die können wir, auch nicht setzen, oder? Nee, wir können gar nichts setzen. Ja, siehst du? Du hast nur wieder Scheiße gemacht, ey. Oh, ey, ich kümmere mich hier um alles allein und trotzdem hat der Epi nur Quatsch im Kopf.
Boah, ich kann hier hinten die Felder endlich mal abernten. Sehr schön. Dann kann ich hier auch wieder ein bisschen Platz machen. Dann können wir nämlich hier die anderen Bäume hinstellen. Kommt her, mein kleines Maislein. Kommt her, ich ernt euch ab. Hä? Achso, jetzt. Ich wollte gerade sagen. Hole gleich die Jacke und dann ist die Gameherin fort. Hä? Weil du deine Jacke holst, bin ich weg? Ich meinte die spezielle Jacke. Die, wo die Arme auf dem Rücken festgebunden werden. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber du kennst die offensichtlich ja schon sehr gut. Ja. Ich muss sie mal holen für dich. So, warte mal. Die Blumen hier, die würde ich sonst nach vorne bringen. Aber ich würde die erst noch mal kurz bewässern. So. Das und das. Dann mache ich hier nämlich wieder ein bisschen Platz für die nächsten. Ach, da hinten sind ja auch noch Blumen. Die kann ich auch beide abernten. So wie es aussieht. Wir hätten das... Also auf meiner Zweitfarm, da bin ich ganz ehrlich, da habe ich das von Anfang an echt schön gemacht. Das ist zwar nicht ganz so effizient, aber es sieht sehr schön aus. Und das hier sagt sie immer, weil sie will einfach nur... Nee, hier finde ich, sieht das Ganze irgendwie nicht so schön aus. Mach das mal so. Weil wir das irgendwie so alles so komisch durcheinander haben. Roggen, warte mal. Roggen ist jetzt, das ist das Große. Machen wir das nochmal so. So, Moment. Dann. Müssen wir uns hier erstmal wieder ein bisschen Platz schaffen. Natürlich hat er jetzt das eine hier nicht mit drin. So. Natürlich haben wir jetzt auch die Bäume mitten im Weg liegen. Ich finde das immer ganz toll. Hallo, wieso nimmst du nicht den direkt danach? So, warte mal. Das sind... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das nächste. Das ist dann so. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das hoch. So. Was seid ihr denn jetzt hier für Bäumchen? Jetzt seid ihr auch noch Zitronenbäumchen. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Könnt ihr doch nicht einfach so wild Zitronenbäumchen hinstellen. Vor allen Dingen nicht, nachdem ich die alle extra gekauft habe eben. Ihr Schweine. Also. Eins können wir noch hinstellen. Mir wäre es aber lieber, wenn wir direkt beide hinstellen könnten. Ist so nichts sagen gerade. Ich bin am Verkaufen, ich muss mich konzentrieren. Du musst dich konzentrieren, um mit der linken Maustaste zu klicken. Ja, dass ich das Richtige verkaufe und nicht das Falsche. Ja gut, das ist natürlich, das ist ganz heftig, ne? Mhm. Da musst du dich heftig konzentrieren. Vor allen Dingen, ich suche jedes Mal diesen scheiß den scheiß Obststand. Ja, ich finde es auch blöd, dass man die nicht tauschen kann. Wenn du dich jetzt zum Beispiel irgendwo vertan hast oder so und sagst, ach Mist, den wollte ich doch gar nicht da, den wollte ich woanders haben. Weil im Moment ist das mit dem Geld zurückkriegen noch immer so eine Sache, ne? Also du hast es ja jetzt auch gemerkt, zum Beispiel hier, wenn man mal was verkauft, man kriegt nicht immer Geld zurück. Und dann doch wieder bei anderen Sachen doch und dann wieder bei manchen Sachen nicht. Und irgendwie ist das alles so ein bisschen seltsam. Ach so, ich wollte gerade sagen, seit wann haben wir denn hier so viel... So viel Platz, das können wir immer noch nicht machen, ne. Okay, dann setzen wir mal... Wo sind die Fischi denn? Die Fische sind gar nicht... Ach, Fische? Da haben wir doch hier oben den ganzen Bereich. Nein, zu verkaufen, Mann. Ach so, wenn du reinkommst aber und dich rechts hältst, direkt um die Ecke. Die sind am normalen Standpunkt.
Ja, aber die Dings, die haben wir. Ne, das ist die Blumenhändlerin. Die Bäckerei. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was du mit die Dings meinst. Guck ich nicht auf der Karte, das sieht man doch, glaube ich. Ach, guck mal, wie viel hier eine Quest haben. Muss ich erstmal hier fragen, was die denn wollen. Was du wolle? Du wolle eine Rose kaufen? Ja, Sonnenbrille. Du willst mir wieder Käse geschmuggelt. Sie ist ein Käseschmuggler. Oh, ja. Das macht das auf jeden Fall, wenn das geht. Zehn Weil Stück Käse haben wir immer noch nicht. Ja, das ist alles Käse. Aber laut Roadmap, ich meine, es wäre im Herbst gewesen, sollen ja neue Sachen reinkommen, was das... Also ich vermute, dass das damit gemeint ist. Ich weiß es ja nicht hundertprozentig. Im Herbst dieses Jahr erst, oder was? Ja, weil die jetzt erstmal gucken wollten, dass die neue Tiere noch reinbringen. Passt das? Das passt, ist nur ein bisschen blöd versetzt, aber egal, ich stelle das jetzt erstmal hier hin. Die wollten neue Tiere noch reinbringen und ich müsste jetzt die Roadmap, ehrlich gesagt, dafür öffnen. Ich habe ja eine extra deutsche Übersetzung gemacht, nur bei zwei Sachen war ich mir nicht sicher. Haustiere sollen nächsten Sommer erst hinzugefügt werden, was ich persönlich sehr schade finde, weil das meine Favoriten waren zum Hinzufügen. Unter anderem. Aber klar, ich sag mal, Haustiere ist natürlich was, was jetzt nicht so wichtig ist. Ne? Also insofern kann man das jetzt schon verstehen. Aber Haustiere gab es doch im Alten gar nicht. Doch natürlich, wir sind doch immer mit Hunden rumgelaufen. Ach ja, doch, doch, ach die. Ja. Begleiter hätte ich jetzt gedacht auch. Ja, ich wollte es zuerst auch schon falsch übersetzen, bis ich dann gelesen habe, ach nee, da steht ja Pets drauf, das sind natürlich Haustiere. Und ja, also wer sich das noch nicht angeguckt hat, kann gerne auf mein Video gucken, da habe ich das Ganze, wie gesagt, soweit ins Deutsche übersetzt. Nur bei zwei Sachen war ich mir nicht so sicher, weil da stand bei einer Sache zum Beispiel irgendwas mit Quest. Also das fand ich ein bisschen... Ich war mir nicht sicher, ob die jetzt meinen, dass wir jetzt neue Quests im Haus bekommen, was natürlich sein kann, dass wir dann mehr Aufträge machen können auf einmal, weißt du? Mhm. Mehr, wodurch du halt Geld kriegen kannst. Oder ob die eventuell meinen, dass wir andere oder mehr Quests in der Stadt kriegen. Das glaube ich aber eher nicht, weil da nichts drin stand mit Town. Also da stand, oh, das wollte ich nicht, hallo. Da stand halt nur Quest drin. Es kann auch sein, und das weiß ich jetzt natürlich nicht, es wurde ja gesagt vom Entwickler, dass mit der Zeit NPCs bei uns auf die Farm kommen sollen. Aber mehr wurde halt eben nicht gesagt. Und es kann natürlich jetzt bedeuten, dass entweder jemand, also ein NPC mit einer Quest auf die Farm kommt. Weißt du? Dass das so gemeint ist. Oder aber, dass das halt andere Quests in der Stadt oder sowas vielleicht sind. Jetzt habe ich gar nicht richtig geguckt. Ich bin auch wieder doof hier. Dann stellen wir die mal eben richtig noch daneben. Aber so. Wieso sind die Linsen... Ich mache mal die Linsen hier auf das andere Feld auch noch. Also da können wir dann immer... Können wir die jetzt wieder machen? Das ist gut. Guck, dass ich so viel mache, dass du dann beim nächsten Mal... Achso, stimmt, die Quest mit den Zitronenbäumchen haben wir nicht mehr. Bringen natürlich jetzt auch nicht so viel Geld, weil das die vom Anfang sind. Ich habe gerade mal geguckt, bringen nur 24 aktuell. Ah, das sieht gut aus. Ja, sehr schön. Also ist dann so, sobald das Feld reif ist, kannst du es einfach abernten. Also du brauchst nicht neu setzen. Ne? Wovon redest du gerade? Von dem Feld neben unserem Haus. Wo wir doch jetzt das Eventfeld. Ach so, du meinst jetzt haben. Die Linsen. Die Linsen, die ich da jetzt habe, die kannst du einfach abernten nur. Aber da, wo wir jetzt unten denn noch diese Linsenfeldstreifen haben, den machen wir mal wieder neu. Also den machen wir. Ja, das ist klar. Das sind ja die normalen, die wir gesetzt haben, damit wir die Sachen leveln können.
Das ist ja, damit wir dann die anderen Sachen wieder frei haben und dann wieder mehr hinstellen können. Korrekt. Korrekt, Bruder. Ehrenmann. So. Mal gucken, ob das jetzt passt oder ob das ein bisschen zu viel ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und sag mir bitte, dass das da hinten wirklich Zitronenbäume waren. Oh, das zeigt er gar nicht mehr an hier. Nein, jetzt kann ich die wieder nicht setzen. Also nicht vernünftig setzen, weil hier wieder welche im Weg stehen. Ich kriege hier die Krise. Weil ich mir gerade nicht sicher bin. Moment. Das ist ein Zitronenbaum. Genau. Dann habe ich doch recht. Okay, dann tun wir die mal hier hin. Da habe ich genau gesehen, dass du unsere armen Wassermelonen abgeerntet hast. Ja, die wollten abgeerntet werden. Und dann haben die auch noch ein Level-Up bekommen. So geht das ja gar nicht. Und der Pfirsing, der will auch abgeerntet werden. Kannst du den dann setzen jetzt? Ja. Ist ja Frühjahr, Wirsingzeit. Keine Ahnung, ich hasse Wirsing. Lecker. Wie ekelhaft. Ich habe doch ein Kindheitstrauma, das weißt du doch, was Wirsing betrifft. So. Ich habe kein Benzin mehr. So Mist. Dann ne, solltest du vielleicht schnell den Tank leer machen, bevor die Gameplayerin kommt. Nee, ich bin doch hier alles mit der Hand quasi am Machen. So. So. In Betrieb. Ja. Im Moment geht hier nichts anderes. Ja, vor allen Dingen, selbst wenn ich mich jetzt auf den Traktor setzen würde, wird der nicht drei hintereinander von dem Weg legen. Also muss ich das auch wieder alles... Doch, das macht er. Drei kannst du legen damit. Mit nee, dem das habe ich schon mehrfach ausprobiert. Das macht er nicht. Warum, weiß ich nicht. Früher ging das wunderbar. Nee, früher ging das wunderbar, aber heute macht er irgendwie immer nur noch... Also, wenn du das neu machst, dann macht er das. Aber nicht, wenn du das verlegst. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann ist das genau. Kommt das hier genau aus? Warte. Tomaten, die Erdbeeren, wie lange brauchen die Erdbeeren eigentlich immer? Wie lange kann ich hier nicht sagen, aber die sind nur im Frühling. 7 Stunden, boah, das ist lang. Ja, wie gesagt, die sind auch nur im Frühling. Ja, die werden jetzt gerade wieder pflanzbar. Soll ich jetzt den Weizen hier hinten abernten und wegmachen lassen da? Das würde nicht mehr... Den Streifen kannst du wegmachen. Wenn wir... Achso, die Apfelbäume war ich am Umstellen. Ich bin gerade am Überlegen hier. So. Damit das hier ein bisschen schöner aussieht, stellen wir das mal hier um. So. Eigentlich müsste man die Kartoffeln da wegmachen, dann hätte das, dann würde das besser aussehen. Aber man könnte natürlich... Wir haben hier hinten jetzt ein Tomatenfeld, dann kann ich das hier wegmachen. Oder auch nicht, weil der mal wieder nicht alles wegmacht. Ich weiß nicht, warum der das nicht immer wegmacht. So. Wo ist ein Tomatenfeld? Bei unseren Streifen. Warte, kann ich dir gleich zeigen? Ach nee, das war ja gar nicht alles. Das hast du da unten gemacht. So, so nee, jetzt musst du hoch. Ja, weil das ist so ein blöder Rubbel hier vorne. Dann könnten wir das Beet rüberziehen oder so, weißt du? Dass das hier so... Dass das so geht. Weil dann sieht das auch schöner aus mit den Blumen. Weißt du, was ich meine? Schöner sah es aus, wenn es uneben ist. Boah, ey, der hat immer nur überall was zu meckern. Ehrlich. Jetzt habe ich hier einen Tee hingepflanzt. So, komm damit klar. Ein Tee? Ja, ein Tee.
Achso. Und was ist mit Tee? Und Kaffee würde ich jetzt noch trinken. Ich bin schon wieder komplett von Tee auf Kaffee umgestiegen. Das ist nicht gut. Schlecht, ganz schlecht. So. Ja, ich würde sagen, dass wir beide... Du bist ja immer noch nicht da oben, die Fische am Abernten. Ernte die du mal kurz ab über dir. Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss Traktor fahren. Ich sehe dich auf der Karte. Ich weiß genau, wo du gerade hinfährst. Kleine Schlawiner, du. Und schwupps, jetzt steht hier überall Rotlachs, Stufe 8, schwarzer Clownfisch, Stufe 10, Clownfisch, Stufe 32. Aber nein, der Epi war nicht bei den Fischen, weil er keine Zeit hat. Nein, die Fische sind zu mir gekommen. Ja, genau, die Fische sind zu dir gekommen. Das wird's gewesen sein. Jetzt haben wir nur ein Problem, dass das jetzt natürlich so gar nicht passt hier. Eigentlich wollte ich diese Linsen da vorne noch, diese normal, die bleiben, nochmal abfarmen. Die sind aber nach Minuten erst fertig. Ich mache das jetzt erstmal so, wie ich es eigentlich nicht gerne machen würde. Aber das ist jetzt erstmal vorübergehend, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Die Linsen, ja gut. Aber ich sag mal, die Linsen, das muss jetzt auch nicht zwangsläufig so, dass man da jetzt noch zuguckt. Weil ich würde sagen... Nein! Ne? Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt hier nochmal eben um den Restbereich, dass hier noch ein bisschen was umgestellt wird. Ich meine, ihr habt ja gesehen, wie das hier gemacht wird, dass wir hier so einmal durchfahren können quasi und dann soweit alles abernten können. Die schönen Sachen, die werden wir auch noch machen, aber im Moment wollen wir es ein bisschen funktional halten, damit wir halt besser mit der Farm zurechtkommen, ne? Damit man mehr mit der Zeit wirklich so... ja, anlegen kann, dadurch natürlich dann auch entsprechend mehr Geld machen kann oder wie jetzt in dem Fall, dass wir mehr Stellen haben, wo wir dann auch mal die Quests anbauen können und so weiter, weil sonst muss man halt immer, ne, wie jetzt zum Beispiel hier mit den 110 Linsen, dann muss man halt dreimal das kleine Feld da abernten, was natürlich wahnsinnig lange dauert. Ich kann dann auch immer nur wieder darauf zurückkommen, dass wir uns nur ein, höchstens zweimal in der Woche treffen können, um das zu machen. Deswegen hatte ich auch gesagt, dass ich zwischendurch schon mal so ein bisschen abernte, um einfach mal ein bisschen Geld zu kriegen und so. Also ich verändere dann nichts an der Farm selber. Das machen wir dann alles im Let's Play. Ich ernte halt nur das ab, was hier noch draufsteht. Und ja, ich meine, das ist halt immer das Gleiche. Ne? Das muss man ja jetzt auch nicht jedes Mal sehen. Aber ich denke mal, es ist ganz interessant, mal so zu sehen, wenn wir irgendwie was umgebaut haben oder neue Sachen gebaut haben und ähnliches. Also das, ja... finde ich schon ganz nice, wenn wir das halt eben so weit drin lassen. Sind das jetzt hier zwei verschiedene Bäume? Zitronenbaum, Zitronenbaum? Wieso sind die so klein? Hä? Muss ich nicht verstehen. Ja, wir sind auf jeden Fall noch fleißig. Der Epi macht irgendwas mit den Linsen noch. Oder hat er, glaube ich, gerade schon gemacht? Habe ich schon gemacht, ja. Ich bin hier noch fleißig, wie gesagt, mit den Bäumchen, dass ich das umstelle. Die muss ich dann mal irgendwie... keine Ahnung, vielleicht an den Anfang erstmal bringen... dass wir die erstmal noch hier ein paar haben oder was. Ich weiß es noch nicht so genau. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen uns danach auch bald auf ins Bettchen. Also bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.